mit dem Marsch Wien bleibt Wien, den Sie eben hörten, darf ich Sie sehr herzlich willkommen heißen zum Neujahrskonzert 2014 im Stadtsaal Stereck der Stadtkapelle Stereck. Wir möchten Sie ein kleines Stück im neuen Jahr mit gepflegter Blasmusik begleiten, um das Jahr 2014 für Sie positiv einzustimmen. Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir dürfen Sie zu unserem diesjährigen Neujahrskonzert sehr herzlich willkommen heißen. Meine charmante Kollegin Katharina Fischer und meine Wenigkeit Patrick Wagner haben heute die Ehre, Sie durch das Programm von Ist Klassik noch modern zu begleiten. Der eben gespielte Marsch Wien bleibt Wien von Johann Strammel stammt ursprünglich aus der Wiener Heurigen Musik. Er ist somit kein traditioneller Militärmarsch, wurde allerdings aufgrund seiner erfolgreichen Melodie in das Repertoire des Blasorchesters aufgenommen. Johann Strammel, der in der österreichischen Militärkapelle diente, und sein Bruder Josef sind als Komponisten von Tanz- und Unterhaltungsmusik hervorgetreten. Sie gründeten 1877 zusammen mit dem Klarinettisten Denzer und dem Gitarristen Strohmeier das populär gewordene Strammel-Quartett. Das nächste Werk ist ein Konzertwalzer von Johann Strauss Sohn, den er für die Eröffnung des Berliner Konzertsaales Königsbau im Jahre 1889 mit dem Titel Hand in Hand komponierte. Dieser Titel sollte die politische Verbundenheit des deutschen und österreichischen Herrscherhauses zum Ausdruck bringen. Auf Betreiben seines neuen Verlegers hin wurde die Umbenennung auf den bis heute bekannten Titel Kaiserwalzer vorgenommen. Der Name Johann Strauss Vater bzw. Johann Strauss Sohn ist eng mit der Wiener Musik, besonders mit dem Wiener Walzer verknüpft. Johann Strauss Sohn wurde noch berühmter als sein Vater. Mit 24 Jahren begann bereits sein Aufstieg zum Weltruhm und schon bald wurde er als Walzerkönig bekannt. 1899 starb Johann Strauss Sohn im Alter von 74 Jahren. Er hinterließ uns Werke wie zum Beispiel an der schönen blauen Donau oder eben den Kaiserwalzer, den uns nun die Stadtkapelle Stereck unter der Leitung von Günter Strasser und dem Arrangement von Willinger Max spielen werden. Viel Vergnügen!
gesehen werden. Sie sind trotz ihres Alters immer irgendwie präsent und verlieren auch nach langer Zeit nicht das geringste an Glaubwürdigkeit. Noch heute werden sie häufig aufgeführt. So auch von der Stadtkapelle Schkerech, das Potpourri, Welt der Ouvertüren von Thorsten Reiher. Der Freischütz von Karl Maria von Weber eröffnet den Spaziergang durch die Welt der Klassik. Die Leichtigkeit des französischen und Wiener Lebensgefühls beschreibt Franz von Suffe in seinem Stück Big Damen. Definitiv zu den Klassikern gehören auch die Werke Die Nürnberger Puppe von Adolf Charles Adam und Die Regimentstochter von Cettiano Domenico Maria Donizetti. Den Abschluss im folgenden Klassik-Potpourri bilden die Melodien der Ouvertüre Die diebische Elster von Antonio Rossini und Die beiden Savoyaren von Jacques Offenbach. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Thank you.
1968 und noch dazu die meistverkaufte Single im selben Jahr. Manche von Ihnen ahnen es wahrscheinlich schon, es handelt sich um den italienischen Popsong Azzurro, komponiert von Paolo Conte und Michel Verano. Gleich nach der Veröffentlichung der Single im Jahr 1968 rannte der Song offene Türen ein und ist bis heute ein beliebter Coversong, unter anderem für deutschsprachige Bands wie zum Beispiel den Toten Hosen. Paolo Contes Laufbahn als Liedschreiber begann im Alter von 40 Jahren. Sein Talent liegt in der Fähigkeit, Bilder, Farben und Klänge aus vergangenen Zeiten oder weit entfernten Orten, die wir noch nie gesehen haben, in uns hervorzurufen. Und wer weiß, vielleicht können auch Sie in dem Stück den azurblauen Sommerhimmel Italiens wiedererkennen. Lassen Sie sich verzaubern. Nebenbei ist sie noch Mitglied im Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchester und wurde im Februar des vergangenen Jahres mit dem goldenen Jungmusikjahrleistungsabzeichen ausgezeichnet. In diesem Zusammenhang möchte ich noch zwei weitere Musikkollegen erwähnen. Katja Wagner und Andreas Geisberger haben im vergangenen Jahr ebenfalls die Prüfung zum Jugendmusikerleistungsabzeichen in Bronze bestanden. Thank you.
wie Elvis stammt auch die Rockmusik aus den USA. Die ersten Anfänge von Rock'n'Roll in den 1950er Jahren waren dem afroamerikanischen Rhythmen und dem Blues im Stil sehr ähnlich. Erst Ende der 50er definierte sich der Rock'n'Roll als eigenständige Musikrichtung. Doch nicht nur Elvis Presley ist ein ehrenwerter Vertreter dieser Zeit. Auch andere, vielleicht nicht so bekannte Künstler hatten Hits, die bis heute zu den Klassikern zählen und die wir heute etwas in den Mittelpunkt rücken möchten. Die Stadtkapelle übernimmt diese Aufgabe in Form des Potpourris Rocket von Kurt Gebel. Na na na, hey hey, Kissing Goodbye. Von der Band Steam wird den rockigen Part des heutigen Abends eröffnet. Bill Haley and his Comets legen mit Rock Around the Clock einen fetzigen Blues aufs Tanzparkett. Danach ist Können auf der Tanzfläche gefragt. Chubby Checker mit Let's Twist Again ladet ein, sich im Twisten zu beweisen. Den Abschluss machen noch einmal Bill Haley and his Comets mit See You Later Alligator. Zeigen wir den jungen Leuten noch einmal, was gut da ist, der Rock'n'Roll so drauf hat. Und die Junggebliebenen unter ihnen dürfen sich gleich noch ein Stückchen jünger fühlen. Herr Kapellmeister, bitte. Und während ihrer Schul- und Studienzeit nahm sie Unterricht im Fach Solo-Gesang in der Musikschule.
Ihre ersten Auftritte hatte Anita Köbel bei Taufen, im Schulchor sowie im Starecker Jugendchor. Und selbstverständlich übt sie an ihrem Gesangstalent täglich unter der Dusche. Aber nun genug der Worte. Bühne frei für Anita Köbel und die Stadtkapelle Stareck. Viel Spaß!